Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 wird nochmals teurer und später fertig als geplant. Was Kritiker seit langem befürchtet hatten, bestätigte jetzt der Aufsichtsrat der Bahn. Er erhöhte den Finanzierungsrahmen auf 8,2 Milliarden Euro. Ursprünglich war das Projekt mit 4,5 Milliarden kalkuliert. Der Termin für die Eröffnung wurde um 4 Jahre verschoben auf 2025. Wütender Protest während der Sondersitzung des Aufsichtsrats in Berlin. Was die Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 befürchtet haben, tritt ein: immer wieder Kostensteigerung. Die Bahn habe an Glaubwürdigkeit verloren, kritisiert auch der Verkehrsclub Deutschland. Durch dieses scheibchenweise Erhöhen zuerst immer erklären, es ist best geplant, es ist alles in Ordnung, es gibt keine Mehrkosten, und anschließend kleinlaut einzuräumen, naja, es ist 2 Milliarden mehr, aber jetzt haben wir es auch wieder bestens geplant, es kommt nicht mehr. Bohren, baggern, betonieren, und immer wieder wird es teurer. 1995 waren die Kosten mit 2,5 Milliarden Euro veranschlagt. Kurz vor Baubeginn waren es schon 4,5 Milliarden. Bis zu dieser Summe ist klar, wer welche Kosten übernimmt. Dann wieder 2 Milliarden mehr. 2017 sind es 7,6 und jetzt also 8,2 Milliarden Euro. Heute schwarz auf weiß vom Aufsichtsrat, und ein Abbruch lohne sich nicht. Die Gegner kritisieren, das Projekt sei politisch gewollt und von Anfang an schön gerechnet worden. Der Bahnaufsichtsrat führt heute die Kostensteigerung vor allem auf das komplizierte Bauen im Anhydritgestein zurück, das in Kontakt mit Wasser aufquillt. Hinzu kommt jetzt, aufgrund des Baubooms sind die Preise erheblich gestiegen. Offen bleibt, wer die Mehrkosten zahlt. Projektpartner sind die Stadt Stuttgart, die Region und das Land Baden-Württemberg. Sie wollen sich an den Mehrkosten nicht beteiligen. Sagen, die Kostengrenze von insgesamt 4,5 Milliarden Euro gilt. Wenn die Deutsche Bahn das alleine nicht stemmen kann, dann muss der Bund nachhelfen. Er ist schließlich Eigentümer. Und er ist übrigens per Grundgesetz auch verantwortlich für die Schieneninfrastruktur. Bisher ist unklar, wer am Ende die Mehrkosten für Stuttgart 21 zahlen muss. Gut 4 Monate nach der Bundestagswahl haben CDU, CSU und SPD heute Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Die drei Parteichefs kündigten zum Auftakt zügige Gespräche an. Binnen einer Woche sollen Arbeitsgruppen Ergebnisse liefern als Basis für einen Koalitionsvertrag, der während einer Klausur am 3. und 4. Februar erarbeitet werden soll. Über das Sondierungspapier hinaus fordert die SPD Verbesserungen in der Gesundheits- und Flüchtlingspolitik sowie beim Arbeitsrecht. SPD-Chef Schulz nach der ersten Koalitionsrunde. Für ihn beginnt die Bewährungsprobe. Kann die SPD, wie ihren Mitgliedern versprochen, noch mehr herausholen? Beim Einstieg in die Bürgerversicherung oder bei sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen? Merkel hält sich bedeckt, bleibt allgemein. Ich glaube, mit den Sondierungsgesprächen haben wir einen sehr guten Rahmen für das, was jetzt in den Koalitionsgesprächen noch zu leisten ist. Martin Schulz unter Druck. Ohne weitere Verhandlungserfolge dürfte er es schwerer haben, die SPD-Basis für eine große Koalition zu gewinnen. Die Bundesrepublik Deutschland nach innen gerechter, moderner, vor allen Dingen in der Bildungspolitik zu machen und auf der internationalen Ebene wieder zu einer führenden Kraft in der Europäischen Union. Mit diesem Willen und in diesem Geist gehen wir in diese Koalitionsverhandlungen. Die Arbeitsgruppe Bildung hat ihre Beratungen heute aufgenommen. Bis kommenden Freitag sollen alle 18 Arbeitsgruppen Ergebnisse vorlegen. Die CSU, kleinster Partner, zeigt sich bis jetzt am wenigsten kompromissbereit. Sie drängt zur Eile, denn schon bald beginnt der Landtagswahlkampf in Bayern. Sie wissen, dass die Christlich-Soziale Union diese große Koalition will. Und deshalb werden wir heute und in den nächsten Wochen alles daran setzen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Auf einen Punkt haben sich die drei Parteien im Konrad-Adenauer-Haus heute schon geeinigt. In 10 Tagen wollen sie ihr Koalitionspapier fertig haben. Martin Schulz steht unter besonderer Beobachtung. Was will er für sich selbst und was will die Partei für ihn? Dabei geht es vor allem um die Frage, ob er als Parteivorsitzender zugleich Minister sein kann. Das dürfte in den Augen vieler Sozialdemokraten einer Erneuerung der SPD im Wege stehen.
Auf einem Bundesparteitag in Hannover wollen sich die Grünen für weitere 4 Jahre in der Opposition aufstellen. Dazu gehört auch die Wahl eines neuen Vorstands morgen. Heute Abend noch wird eine Entscheidung darüber erwartet, ob die bisher strikte Trennung von Partei und Regierungsamt gelockert wird. Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck hat daran seine Kandidatur für einen Spitzenposten geknüpft. Nur eine kurze Umarmung der beiden scheidenden Vorsitzenden. Simone Peter und Cem Özdemir hatten die Grünen in den letzten Jahren manchmal mehr gegen als miteinander geführt. In ihrer Abschiedsrede greift Peter noch einmal die Klimapolitik von Union und SPD scharf an. Wenn die Klimakrise eine der größten Unfälle der Menschheit ist, dann betreiben Union und SPD derzeit Fahrerflucht. Das ist Politikversagen. Cem Özdemir, der die Grünen fast 10 Jahre geführt hatte, mahnt die Partei eindringlich, sich für neue Themen und Wählergruppen zu öffnen. Es darf nicht so sein, dass jemand die Grünen nur deshalb nicht wählt, weil er denkt, ist die innere Sicherheit da, guten Händen. Oder es darf nicht so sein, dass jemand die Grünen nur deshalb nicht wählt, weil er sich vielleicht Ängste und Sorgen macht angesichts der Zuwanderungsfragen. Sehen die Grünen auch die Probleme, sehen die Grünen auch die Aufgaben? Als Favoriten für die Nachfolge an der Doppelspitze der Grünen gelten der Kieler Umweltminister Robert Habeck und die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock. Beide werden dem Realo-Lager zugeordnet, wollen aber auch auf die Partei Linke zugehen. Als deren Vertreterin kandidiert die niedersächsische Fraktionsvorsitzende Anja Piel. Habeck hat allerdings klargemacht, dass er nur antreten wird, wenn er noch für eine Übergangszeit Minister bleiben kann. Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck verbindet sich für viele Grüne die Hoffnung auf einen Aufbruch aus dem erstarrten Flügeldenken. Genau darin sehen aber manche Parteilinke einen Verlust an Profil für die Partei. Und so ist es doch längst nicht ausgemacht, dass sich heute Abend tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit für die Satzungsänderung findet, die es Habeck überhaupt ermöglichen würde, morgen zur Wahl anzutreten. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie setzt die Gewerkschaft zunächst weiter auf Verhandlungen. Der IG Metall-Vorstand entschied heute abzuwarten, wie die Gespräche im Pilotbezirk Baden-Württemberg verlaufen. Sie sind am Abend in die 5. Runde gegangen. Für den Fall eines Scheiterns behielt sich die IG Metall-Spitze vor, die Warnstreiks auf jeweils 24 Stunden auszuweiten. Laut Gewerkschaftschef Hofmann könnten auch Flächenstreiks und Urabstimmungen eingeleitet werden. Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist mit einer Rede von US-Präsident Trump zu Ende gegangen. Dabei warb Trump um Investitionen in den USA. Seine Maxime America First bedeutet nicht Amerika allein. Internationale Handelsabkommen müssten aber fair sein und auf Gegenseitigkeit beruhen. Die USA hatten sich nach Trumps Amtsantritt aus dem pazifischen Handelsabkommen TPP zurückgezogen. Noch einmal wurden die Sicherheitsvorkehrungen im Kurort Davos verstärkt. US-Präsident Trump genoss seinen Auftritt vor Top-Managern und Spitzenpolitikern sichtlich. Er warb für Investitionen in Amerika. Er nutzte seine Rede, um die Erfolge seiner Wirtschaftspolitik darzustellen. Mehr Jobs, weniger Arbeitslose, mehr Gewinne an den Börsen. Ich bin hier, um eine ganz einfache Botschaft zu überbringen. Nie war die Zeit besser, um in den Vereinigten Staaten Arbeitskräfte einzustellen, zu investieren und zu wachsen. Handel müsse fair sein, so Trump. Dumpingpreise und Diebstahl geistigen Eigentums etwa werde man nicht akzeptieren. Der US-Präsident bekräftigte dabei seine rigide Handelspolitik, auch wenn er der Welt Freundschaft und Partnerschaft anbot. Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein. Wenn die Vereinigten Staaten wachsen, dann wächst auch die Welt. Ein Bekenntnis zu einer gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen den Ländern gab Trump in seiner Rede nicht ab. Es bedeutet, dass wir uns nicht verlassen können auf die Vereinigten Staaten, das multilaterale System aufrechtzuerhalten. Und daher müssen andere Staaten diese wichtige Arbeit machen. Auch wenn Trump in Davos nicht alle Hoffnungen erfüllte, versuchte er sich als offener Partner der Weltgemeinschaft zu präsentieren, ohne dabei die Interessen der USA aufzugeben. Im Konflikt mit kurdischen Kämpfern im Norden Syriens will der türkische Präsident Erdogan seine Militäroffensive nach Osten ausweiten. Die Kurden baten inzwischen die Regierung von Machthaber Assad um Beistand. Betroffen ist bislang vor allem die syrische Region Afrin, unweit der Grenze zur Türkei. Ankara hat für Journalisten heute eine Fahrt in das nicht weit entfernte Kampfgebiet bei Azaz organisiert.
Schüsse nahe der Frontlinie. Kämpfer der mit dem türkischen Militär verbündeten Freien Syrischen Armee, kurz FSA, und eine Gruppe von internationalen Journalisten gehen in Deckung. Tag 7 der türkischen Militäroffensive Olivenzweig. Erdogans Truppen können keinen schnellen Sieg über die Kurden-Miliz YPG verkünden. In der von der FSA-Miliz kontrollierten Stadt Azaz, nahe der türkischen Grenze, erklärt ein Kämpfer der FSA, es geht sehr langsam vorwärts, von einem Punkt zum nächsten. Mit Gottes Wille werden wir es schaffen. Auf beiden Seiten gibt es Verluste. Gestern wurden in der von der Kurdenmiliz YPG kontrollierten Stadt Afrin 18 YPG-Kämpfer beerdigt. Zum wiederholten Mal droht der türkische Staatspräsident Erdogan mit einer Ausweitung der Militäroffensive bis in die Kurdengebiete des Nordosten Syriens. Wir werden unseren Kampf bis zur irakischen Grenze fortsetzen, bis kein Terrorist übrig geblieben ist. Während im Kampfgebiet Afrin derzeit viele Zivilisten leiden, begrüßen die arabischen Bewohner der Stadt Azaz Erdogans Syrienpolitik. Denn wer mit Erdogan und der türkischen Armee kooperiert, bekommt finanzielle Unterstützung für Schulen und Krankenhäuser, wie heute Journalisten filmen durften. Azaz hat für Ankara Modellcharakter. Eine Stadt und ihr Umland in der Hand der pro-türkischen Freien Syrischen Armee, unterstützt vom türkischen Militär. So stellt sich Erdogan offenbar die Zukunft der bisher von der Kurdenmiliz YPG kontrollierten Gebiete in Syrien vor. Im südkoreanischen Myeongjang sind beim Brand eines Krankenhauses nach offiziellen Angaben mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 140 wurden verletzt. Laut Klinikleitung brach das Feuer am Morgen in der Notaufnahme aus. Das Gebäude sei nicht mit einer Sprinkleranlage ausgestattet gewesen. Deswegen hätten sich die Flammen schnell ausbreiten können. Unter den Opfern waren vor allem ältere Menschen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. In Österreich wird die neue Koalition aus Konservativen und Rechtspopulisten von einem Skandal um ein Liederbuch mit antisemitischen und gewaltverherrlichenden Texten belastet. Das Buch stammt aus einer Burschenschaft, deren bisheriger Vizevorsitzender im Bundesland Niederösterreich als Spitzenkandidat der Freiheitlichen Partei FPÖ antritt. Am Abend richtet die FPÖ ihren Akademikerball aus, der wie schon in den Vorjahren eine Gegendemonstration auslöste. Lautstarker Protest gegen die Rechtsnationalen aus ganz Europa, die sich in der Wiener Hofburg versammeln. Diesmal ist der von der FPÖ organisierte Akademikerball besonders umstritten. Ein Skandal um die Verherrlichung des Holocaust erschüttert Österreich. In einem bis vor kurzem verwendeten Liederbuch der Burschenschaft Germania findet sich neben antisemitischen und rassistischen Liedern auch ein Text, in dem die Burschenschaft den Holocaust und seine Opfer verhöhnt. Zweiter Vorsitzender der Germania war bis vor zwei Tagen Udo Landbauer, Spitzenkandidat der FPÖ für die Landtagswahl in Niederösterreich. Er will davon nichts gewusst haben. FPÖ-Vizekanzler Strache, selbst Mitglied einer Burschenschaft, vermutet eine Kampagne von links und stellt sich hinter seinen Parteifreund. Burschenschaften haben nichts mit der FPÖ grundsätzlich zu tun. Das sind eigenständige Vereine. Bekannt ist, 18 der insgesamt 51 Parlamentsabgeordneten der FPÖ sind Mitglieder einer Burschenschaft. Der ÖVP-Kanzler geht auf Distanz zu seinem Koalitionspartner, verlangt aber keinen Rücktritt. Das, was hier ans Tageslicht gekommen ist, ist nicht nur rassistisch und antisemitisch, es ist absolut widerwärtig und hat in unserem Land definitiv keinen Platz. Der neue FPÖ-Innenminister hatte zunächst Ermittlungen ausgeschlossen. Auch deshalb betonte der ÖVP-Justizminister heute die Unabhängigkeit der Justiz. Das garantiere ich Ihnen zu 1000%, weil da geht es um Vertrauen, da geht es um die Rechtsstaatlichkeit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen die Germania wegen Volksverhetzung und Verbreitung von NS-Gedankengut. In Köln beginnt in diesen Minuten die Gala zur Verleihung der Deutschen Fernsehpreise. Geehrt werden die besten Filme, Serien, Schauspieler und Fernsehmacher des vergangenen Jahres. Als großer Favorit gilt die von ARD und Sky gemeinsam produzierte Krimiserie Babylon Berlin. Nominiert ist auch die Tagesthemenmoderatorin Karen Mioska. Im Fernsehen wird die Gala nicht übertragen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. Januar. Morgen sorgt Hochdruckeinfluss für etwas freundlicheres Wetter, bevor uns neue Tiefausläufe am Sonntag wieder Regenwolken bringen.
Im Südosten und später auch im Nordwesten ist es heute Nacht teils klar, teils neblig trüb. In einem Streifen von Baden-Württemberg bis nach Sachsen fällt leichter Regen. Dort regnet es auch noch morgen Vormittag. Am freundlichsten wird es vom Westen bis in die Landesmitte. Im Breisgau heute Nacht bis 6, an den Alpen bis minus 5 Grad. Morgen 2 Grad im Bayerischen Wald bis 10 Grad am Rhein. Am Sonntag oft wolkenverhangen und gebietsweise leichter Regen, im äußersten Süden freundlich, auch in Küstennähe, dort aber windig. Am Montag vor allem im Norden teilweise kräftiger Regen, dazu stürmisch, im Süden freundlicher. Am Dienstag regnet es eher im Süden, sonst gibt's teils Wolken, teils Sonne. Um 21.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Grüne Grundsatzentscheidung. Kommt mit Habeck der Abschied von Trennung von Amt und Mandat und Skandal um rechte Lieder, die FPÖ und die Burschenschaften. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.